Zu einem folgenschweren Auffahrunfall kam es am Freitagmorgen gegen 10 Uhr auf der A8 München-Stuttgart an der Anschlussstelle Wendlingen. Ein 20-jähriger Fahrer eines Kleintransporters war auf dem rechten Fahrstreifen Richtung Stuttgart unterwegs und bemerkte vermutlich zu spät, dass ein vorausfahrender LKW verkehrsbedingt abgebremst wurde. Der 20-Jährige fuhr auf, wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Andreas Betzler, Einsatzleiter der Feuerwehr Kirchheim, schilderte uns den Einsatz. Die Lage war folgendermaßen: Der hintere Klein-LKW-Fahrer wurde schwerst eingeklemmt im Vorder- oder in seinem Fahrerhaus. Und wir haben dann nach Absprache mit dem Rettungsdienst die technische Rettung vorbereitet und eingeleitet. Wie gesagt, im Bereich der Füße und Brustbereich war er ziemlich stark eingeklemmt. Dadurch war die Rettung aufwendiger und technisch mit mehr Maßnahmen verbunden. Marc Lücke, Einsatzleiter Rettungsdienst im Landkreis Esslingen, erklärte uns den Einsatz des Rettungsdienstes. Wir befinden uns hier auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe, kurz nach der Anschlussstelle Wendlingen. Hier kam es zu einem Auffahrunfall, zwei LKWs aufeinander aufgefahren. Insgesamt zwei Verletzte. Der Fahrer des auffahrenden LKW wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Der Beifahrer des vorderen LKW ist leicht verletzt. Ja, wir haben den Rettungshubschrauber im Einsatz, da der Fahrer schwer verletzt ist und wird jetzt dann erst versorgt im Rettungswagen und dann in eine Spezialklinik geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungs- und Reinigungsarbeiten mussten zwei Fahrstreifen der A8 in Richtung Stuttgart gesperrt werden. Der Verkehr staute sich auf etwa 5 Kilometern. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 10.000 Euro.